Okay, letztes Jahr habe ich mit der Osmo Mobile 1 schon sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Und jetzt erzähle ich euch, warum ihr euch die Osmo Mobile 2 kaufen solltet. Viel Spaß! So, wir haben jetzt hier die Osmo Mobile 2. Ich zeige das einmal ganz kurz in die Kamera. Die hält eben das Handy so stabil. Ihr könnt halt sehen, dass die wunderbar jede Bewegung mitmacht, aber halt das Handy immer quasi etwas verzögert mitgeht. Das Ganze ist halt ein Smartphone-Gimbal oder Stabilizer und ihr könnt damit eben wesentlich cinematischere Aufnahmen machen. Man kann auch mit dem Joystick das Ganze so drehen. Man kann mit dem Joystick nach, wenn man so ist, kann man auch nach links und rechts drehen. Und man hat damit eben motorisierte Kamerafahrten. Und man kann Sachen machen, die einfach gar nicht mehr aussehen, als wären die mit dem Smartphone gefilmt. Das heißt, wenn ihr euch generell dafür interessiert zu filmen, aber jetzt nicht in eine teure Kamera investieren sollt, dann ist dieses Gerät mit in den USA für $129, in Deutschland ähnlich vom Preis her, eine geniale Sache, um da einzusteigen. Und es ist sehr, sehr vielseitig. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur ganz normal hier einfach irgendwelche Videos drehen, sondern ich habe halt auch in der Videofunktion, habe ich einmal normal, so wie ich jetzt das gerade benutzt habe, dann kann ich in die Slow Motion gehen, ich kann einen Timelapse machen, ich kann einen Hyperlapse machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel gestern einen Hyperlapse gemacht, wo ich Kai, der vor mir hergelaufen ist, habe ich ausgewählt in der App, da kann ich einfach auf dem Bildschirm ein Objekt auswählen, das eben immer im Fokus sein soll, beziehungsweise immer der Gimbal soll das halt verfolgen. Und dann bin ich einfach hinterhergelaufen und dann produziert die App automatisch einen Hyperlapse, wo eben dann quasi Kai ganz schnell vor mir herläuft. Das Ganze ist also schon in diesem Timelapse eingebaut. Und dann gibt es noch eine der besten Funktionen dieses gesamten Gerätes. Also ich habe es mir halt für Hyperlapse gekauft damals, die erste Variante, und für Motion Timelapse. Motion Timelapse funktioniert eben so, dass ihr quasi sagt, okay, hier, du fängst bitte hier an und dann normalerweise drehst du einfach nach rechts oder links und dann sagt man, hier kommt das zweite Bild, dann sagt man Next und sagt man, wie viele Minuten, wie viele Sekunden, und dann wählt man das eben aus und dann sagt er auch sofort, okay, wenn ihr jetzt alle halbe Sekunde ein Bild macht, dann habt ihr eben 12 Sekunden Video nach 3 Minuten. Und da kann man eben wunderbar, wenn man jetzt sieht, dass die Wolken von links nach rechts gehen, wird man halt von links nach rechts den Motion Timelapse aufbauen, dass man dann quasi mit den Wolken mitgeht. Und da kann ich mal ganz kurz Beispiele zeigen. Ich habe zwei wunderschöne Motion Timelapses bei den Niagara-Fällen gemacht. Und dann haben wir jetzt auch noch einige hier in Island mit Wasserfällen zum Beispiel. Die blende ich euch mal ganz kurz ein. Wie ihr seht, ist das halt wirklich wunderbar stabil. Es ist halt nicht besonders teuer. Man kann auch zoomen, das macht aber wenig Sinn, weil das eben digitaler Zoom ist. Natürlich ist die Osmo Mobile 2 hauptsächlich für Video gedacht. Das ist eben ein Videostabilisierungsgerät. Aber es gibt trotzdem sehr interessante Fotofunktionen. Da haben wir halt einmal die Panoramaaufnahme. Und Long Exposure ist zum Beispiel dazu da, dass man halt das Gerät einfach in der Hand hält und dann drückt man da drauf und dann belichtet er halt länger und gleicht dann quasi, dadurch, dass das sehr stabilisiert ist, gleicht er halt deine Handbewegungen aus. Das heißt, dieses Gerät ist dann zusätzlich auch für Foto interessant. Kurzes Fazit. Mir persönlich gefällt die Osmo Mobile immer noch sehr gut, vor allem, weil ich weiß, dass ich quasi immer, wenn ich ein neues Handy alle 1-2 Jahre bekomme, habe ich quasi noch ein Kamera-Update. Das heißt, jetzt kann ich hier mittlerweile mit 4K und 60p aufnehmen, also kann ich endlich auch Slow-Mo in 4K anwenden. Und zusätzlich ist das Gerät natürlich unschlagbar günstig für $129. Unschlagbarer Preis auf jeden Fall. Und ich persönlich benutze es jetzt hauptsächlich eben für Motion Timelapses, teilweise für Hyperlapses. Da haben wir jetzt mal ein Beispiel aus New York, was ich kurz einblende. Und außerdem ist es halt für mich genial, wenn ich so ein kleines Engagement-Video produziere. Also bei Verlobungsshootings nehme ich es halt oft mit, dass ich dann den Gimbal einfach in meine Tasche stecke und dann einmal kurz raushole und dann vielleicht einmal ums Pärchen herumgehe oder mit denen mitgehe. Und dann kann man so Sachen machen, die man zwar auch mit der Drohne machen könnte, wo man aber recht nah an den Personen dran ist. Und deswegen funktioniert das eigentlich mit einem Gimbal wunderbar.
Und man sieht das jetzt auch nicht, wie das mit dem Smartphone gemacht ist, weil einfach die Qualität durch die Stabilisierung so hoch ist. Also ganz klar von uns starke Empfehlung, DJI Osmo Mobile, sehr, sehr schönes Gerät. Vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Gerät auch interessiert, ob ihr es vielleicht schon habt und wie ihr das einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.